Ein Mensch. Letztendlich ist ein Mensch gekommen, nach so vielen Jahren. Hallo, Geist. Du bist... Ich bin Urse. Du bist ein Titanenlord? Einst herrschten die Titanen über die Welt, doch es mit mächtigen Artefakten zwang. Aber du bist nicht... Ich suche einen Weg, die... Das habe ich auch. Doch die Siegel der Götter, die sie einst gefangen hielten. Jetzt tobt der Kampf der Titanen wieder. Und ihr Mensch, sagt mir, Mensch. Ich suche den Ur... Heilige Flamme. Oben in der Vulkanfestung. Die Flamme dort oben ist nur ein kleiner Teil des Feuertitans, den ich eingesperrt habe. Wo ist der Titan des Feuers? Hinter dem goldenen Tor ist sein Gefängnis. Dort sind... Wie funktioniert... Das Geheimnis. Sie schwächen den Titan. Ich habe ihn in die Tiefe gezwungen und sein Verlies mit einem Siegel der Antimagie verschlossen. Wie kann ich den Titan... Alles, was ich dir anzubieten. Was? Obwohl mein Geist unsterblich ist, doch mich dürstet nach Freiheit. Dann helfe ich dir das... Erzähl mir von deinem Fluch. Damals sprach der dunkle Gott zu mir. Er machte mir ein Angebot. Die Titanen. Dafür versprach er mir, dass ich die Zeit... So. Jetzt ist mir gerade einmal wieder die Aufnahme abgekackt. Deswegen habt ihr das Gelaber nicht ganz gehört. Ist aber unwichtig gerade ein bisschen, denn ich erzähle euch nach alles, was der gesagt hat. Da warst du blind vor Wut und Zorn, habe ich Jahrhunderte damit verbracht. Die Götter haben die Welt... Das spielt keine Rolle. Warum? Ich kann mich nicht weit... Es ist die Verbindung von nur dort, wo... Wo? Nein. Es gibt einen Zauber, der es vermag, doch ist kein Mensch mächtig. Was ist nun? Der dunkle Gott stellte mir Sul. Jeder von ihnen trägt die Macht dieser... Ich soll dir... Du musst sie an dich nehmen. Und was ist mit der... Für diesen Zauber, wenn dein Wille... Ich werde dir doch zu... Sie, diese Kam, den ich, und... So, ich fasse für euch das Gesagte nochmal zusammen. Dieser Ursigor hat halt vor Jahrtausenden diese ganzen Titanen eingesperrt. Und zwar für einen dunklen Gott, wahrscheinlich für einen Gott des Todes oder so. Irgendwie sowas ist damit gemeint. Und er hat da halt diese Artefakte für bekommen, damit er die bändigen kann. Er hat nur eben ein Problem. Als den letzten Titan, der Titan des Feuers, das ist der hier in diesem Vulkan sitzt, versiegelt hat mit so antimagischen Kristallen, da wurde er selbst hier unten gefangen und konnte nicht mehr raus. Und wie ihr sehen konnt, dieses Okular hat der Inquisitor auch. Damit kann man halt die Titanen sehen. Ist so ein Symbol von ihm hier. Ja, und jetzt soll ich ihm eben helfen, hier rauszukommen. Dafür hilft er mir, den Titan. Oder ich soll ihn erlösen. Das ist eine schlechte Idee. Das heißt, dass er sterben kann. Oder irgendwie, dass er sich frei von seinem Körper bewegen kann. So, das muss ich jetzt dem Inquisitor erzählen. Ich habe Ursi... Der Herr der Titan? Sein Körper ist längst tot. Was? Er hat einen Titan. Hat er auch gesagt? Nein. Gut. Ich werde mein... So. Jetzt muss ich halt ein paar Viecher einstampfen. Nummer 1.
Und der Ursäger hat halt gesagt, dass er von den Titanenlords verarscht wurde, von den Göttern. Der hat nämlich für die Götter die Titanen eingesperrt. So, das war Nummer 1. So, den Kopf hier muss ich wieder mitnehmen. Weil ich muss die anderen ja auch noch öffnen. So, hier ist dann Nummer 2. Ach ja, außer diesem Seelensplitter, mit dem wir ihn nachher befreien können, haben die auch noch so Schädel bei sich. Wofür wir die brauchen, werdet ihr nachher sehen. Er hat hier sogar das Titanenschwert bei sich. Was eigentlich relativ gut ist, aber ich bin nur eben immer noch Axtkämpfer. Aber wenn man das mal vergleicht, Titanenschwert 80, meine Axt 96. Und das, obwohl das noch nicht mal die Titanenaxt ist, die wir nachher auch kriegen. Die macht nämlich, ich glaube, irgendwas... Ne, der Titanenhammer ist das. Wir kriegen einmal so eine Axt und einmal einen Hammer. Die machen irgendwas bei 120, glaube ich. Also auf jeden Fall nicht wenig. Kollege... Wo gammelt denn der Letzte vor sich rum? Ah, hier. Er hat sogar noch ein paar andere Sachen bei sich. Oh, ja, er hat sogar den Inferno-Stein bei sich. Also Runenstein. Den stärksten Zauber im Spiel. Aber wir sind ja eben kein Magier. Man könnte einen Magier mit Axt machen, würde es nur nicht bringen, weil ein Magier im Nahkampf einfach viel zu schwach ist von der Rüstung her. So, die drei Seelensplitter habe ich. Habe ich die Büste wieder mitgenommen? Ne, habe ich nicht. So, ich glaube, mit Kapitel 3 bin ich auch gleich fertig. Während du dich mit den Monstern... Was hast du... Ich weiß jetzt nicht nur, wie wir das Siegel brechen können, sondern auch befreien nun den Geist von... Ja, der Typ ist halt völlig wahnsinnig. Er will den Titan nicht töten, wie wir es am Ende tun, sondern er will ihn kontrollieren. Deswegen muss er am Ende auch noch auf die Fresse kriegen. Ich... das... Und wie soll ich... Sag es.
Erhebe dich! Meine Fesseln schwinden. Spürst du es? Ich kann es spüren. Dann erfülle jetzt deinen Teil des Handels. Ich werde mich an unsere Abmachung halten. Nimm meinen Schädel und stell ihn zusammen mit den anderen auf die Altare vor dem Tor. Welcher Schädel kommt... Hör, ich sperrte den Titan ein. Salzaran war meine persönlich gleichgestellt mit Zulutur, dem Priester, der Selseret beschwor. Ich habe meinen Teil der... Du hast Ursegor befreit. Ja. Ich dachte, du bist jetzt... Von auf... Nicht länger. Dann bleibst... Das ist die Macht, die mir ein... Wenn es nach den Göttern gegangen wäre. Aber ich werde bleiben. Wenn du schon bleibst? Wir werden sehen, ob ich mich ein... So. Der Schädel von diesem Ursegor.